Es sieht immer noch keiner, aber ich bin höflich. Ist das denn? Diese. Michi schreibt gerade was, ich kann das nicht lesen. Jetzt wird's Herbst, ne? Mützenzeit, die juckt wieder alles mit so trockener Haut und Gedönse. Ich will einfach nur meine Kuscheldecke und so. Und ins Bett. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich bestimmt auch. Und davon brauche ich ganz viel. Und siehst du, die brauche ich heute. Da komme ich heute mit dem Stift nicht weit. Michi, ich konnte gerade nicht lesen, was du geschrieben hast. Ich habe schon wieder kein Bluetooth an. Ich laufe heute schon den ganzen Tag so voll drömelig und so rum. Ja, siehst du Wimpern? Wo habe ich die denn hingeschmissen? Da. Oh, die hatte gar keinen Eyeliner, ne? Da muss ich die Klebedinger nehmen. Ah, die schon wieder. Ich habe den direkt bei 4Bro gekauft. Das ist jetzt auch die letzte Flasche. Hat 2 Wochen gehalten. Ich habe allerdings, glaube ich, auch das Komplettpaket irgendwie für mit 12 Flaschen oder sowas. Ja, im Internet. Wie im Internet. Direkt bei 4Bro. Als wenn wir in Hamburg sowas hätten. Das wäre ja mal cool. Michael! Oh Gott! Ich gehe in den Winterschlaf. Das brauche ich heute auch nicht abgeklebt. Wird nicht, das wird nur verblendet. Oh, ich habe ja meinen Abschminkstick wieder gefunden, ne? Ich habe immer nach einem weißen Deckel gesucht. Blöde Kuh. Der ist so angenehm. Nur pff, Lappen, fertig. Fertig. Rosenwasser drauf und gute Nacht. Soll ich mal anfangen? Jo, ne? Ich muss heute ein paar Farben fremd nehmen, weil ich habe diese Farben. Ja. Heute bitte deutlich. Ich muss heute fremd gehen. Mit der Palette Call Me Crazy. Ich finde das so passend. So passend. Ja, wir haben so viele Sachen stehen, weil ich heute Mittag was ausprobiert hatte. Das hat aber nicht so geklappt.
Elan. Das, was ich brauche, heißt Elan. Ja, wenn noch so viel Zeug stehen, was ich mal wegsüffeln muss. Aber im Moment so. Klingone, brauche ich zu Halloween gar nicht schmecken. Ich finde das ja so schlimm, ne? Wenn Leute, die weitaus jünger sind, sich schon die Falten wegspritzen lassen. Oder auch hier. Ja, wenn ich 40 bin, dann will ich nicht aussehen wie 40. Ja, da bin ich auch super glücklich. Absolut. Da steht gar nicht zur Debatte. So, meint ihr, Jacquard ist meine Farbe? Ich glaube schon. Ich nehme heute das Kompaktpuder in Jacquard. Nein, ach, ich muss doch erst die Kriegsbimmel an. Ne? Mir fehlt heute irgendwie was. Ich mache heute kein Puder-Make-up. Ich mache wieder Sprühen. Ja. Ob heute der richtige Tag für dieses Make-up ist? Ich höre kein Radio, ich gucke Fernsehen. Ja, nee, ich will jetzt kein Puder, ich mache Sprühmittel. In Sateng. Weil ich so gerne Sateng sag. Ich gucke ja so gerne Fame Maker, ne? Und Liebe wusste ich nicht viel, und alles, und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr. Kann man dafür auch geblockt werden? Bist du sicher? Die sind bescheuert, ey. Die wissen alle nicht, was sie wollen. Unser Geld wollen sie. Und trotzdem wirst du geblockt, ey. Sah ich die Sonne aufgehen?
Ich bin noch gar nicht bei der Nase. Oder? Was meinst du? Hab ich auch alles? Hab ich. Da ist er. Alles. Ja. Die melde ich im Übrigen alle gleich, ne? Also. Mach dann noch Screenshot, melde das Facebook und wenn ich da keine Benachrichtigung kriege, dann geht das ab zu den Bullen. Das braucht kein Schwein. Alles, was ich sehen will, habe ich zu Hause. Tanja! Nein, so schnell bin ich nicht. Ja, ist mir doch egal, ist trotzdem eine Straftat. Weißt du, und ich habe da kein Geld für ausgegeben und ich kriege den Kack trotzdem. Will das nicht sehen. Naja, ich kann nicht so schnell winken und sehen und oben lesen und hier lesen. Und Fernsehen hören. Kabuki, Rosenwasser. Das ist so geil. Hat das gerade geklopft? Weiß ich nicht. Kann sein, dass das gleich klingelt und dass es laut wird. Alle Hunde sind hier. Ne, die Augen brauche ich heute nicht, weil ich ganz dunkel schminke. Gott, danke. Ich muss heute auch leider Gottes ausweichen auf diese Palette. Call me crazy. Deswegen heißt das heute auch Call me crazy. Also hauptsächlich geht es ja um die Produkte von Unique. Aber wenn Unique nicht die Farben hat, die ich nutzen will, dann muss ich auch ausweichen. Aber wir bekommen ja, das kann ich ja schon mal sagen, wir bekommen ganz viele neue Produkte. Also mit dem Concealer hat es angefangen. Und dem folgen jetzt ganz, ganz viele Produkte. Ich glaube, ab November. Das Thema heute ist Call Me Crazy. Und das Make-up ist so, ja, entweder sehe ich nachher aus wie frisch aus der Keulerei oder es ist ein wunderhübsches Herbst-Make-up in Rostbraun. Ich sollte das vielleicht zwischendurch mal posten, was ich so vorhabe, ne? Wäre vielleicht mal eine geile Idee. Muss ich nur tagsüber in meinem Kramuselwusel dran denken. Hey, alles weggeditscht? Ja, ne? So. Augenbrauen. Heute nehme ich die Palette und nehme da auch das Dunkle, weil es wird ja auch ein dunkles Make-up. Und dann, ne? Hier vorne, huch! Hier vorne ist vorne. Einmal markiert und hinten ist hinten. Also
das, was ich meine. Mach heute mal ein bisschen größer, weil die Dame auf dem Foto hat so geile breite Augenbrauen. Damit kann ich nicht dienen. Wenn ich wachsen lasse, das wächst bis hier unten und bis darüber. Achso, und ich nehme diesen ganz flachen, abgegrateten. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Braun- und Wimpernleine. Das sieht jetzt so verboten dunkel aus. Aber nachher sieht es wieder geil aus. Das kennt ihr ja bei mir schon. Also eigentlich ist nach dem Verblenden immer alles wieder schick. Theo. Na ja, zum Glück haben wir Concealer. Oben einmal. Nein, die Farbe nehme ich nicht. Gefiel mir nicht. Jetzt erstmal eine helle Farbe für hier oben, dass ich da gleich schon so ein bisschen weiß. Bis dahin noch nicht weiter. Feuerwehr bei uns in der Straße. Hier brennen bei uns im Moment so viele Häuser. Aber wir haben ja wahnsinnige Feuermelder. Also, dass die beim Hundepups nicht losgehen, ist echt schon ein Wunder. Südele. Ich fange jetzt an, man sieht's, mit ihmchen. Nicht erschrecken, es sind krasse Farben. Aber ich habe das gesehen und musste das machen. Beziehungsweise die liebe Michi hat es mir geschickt. Als Idee. Also sie ist schuld.
So, ich nehme dafür jetzt erstmal den Applizierer, weil ich A, die Farben nicht kenne und B, natürlich volle Breite der Farbe auch ausnutzen will. Für hier unten nehme ich dann den Pinsel. Oh, gesehen, wie das gestaubt hat? Das machen wir nachher. Jetzt muss ich nur noch das andere Auge so hinkriegen. Zeige nachher dann in den Blog, heute mache ich mal wieder ein Video. Gestern waren wir nicht nach TikTok. Ich bleib da immer so lange drauf hängen. Oh, Anna! Hallo! Bleib auf TikTok immer so lange hängen. Und komm dann abends zu gar nichts. Beziehungsweise find dann halt auch keine Ruhe, weil TikToks Videos sind einfach geil. Und gestern war ich aber echt im Eimer und wollte heimer. Und dann gab es halt bloß Fotos. Also ich mache hiermit auch gleich noch den Eyeliner. Hoffe, dass das mit den Farben auch geht. Es ist ganz schön anstrengend. Ich habe ja jetzt nicht die Möglichkeit, mir das Foto nochmal anzugucken. Heißt es ja auf dem Telefon. Und mit dem Telefon arbeite ich ja. Jetzt nehme ich so ein Rostbraun. Huhu. Mal, Becky ist heute gar nicht da, Anna, sonst hättest du sie fragen können, woher ich die Tasse habe. Das weiß ich nicht. War ja ein Geschenk. Ich finde sie nur geil, weil es ist Game of Thrones und Pokémon, ne? Das ist ja absolutely meins. So, und auch hier. Das ist ganz schön pudrig im Auge. Also wir haben ja natürlich Oktober. Und wir haben ein Oktoberangebot, was ich nicht erwähnenswert finde. Weil alles, was interessant ist, ist nicht im Angebot enthalten. Und
bloß auf eure Kosten, jetzt die alten Produkte vom Markt zu schmeißen, damit wir neue kriegen. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Aber ich sag's euch gerne, es gibt auf Rouge, auf Make-up, auf Augen-Make-up, auf Augenbrauensachen, auf den neuen Concealer nicht. Auf die Pflege nicht. Also auf alles, was eigentlich interessant wäre, gibt es das nicht. Ansonsten gibt es für 3 Produkte 15%, für 4 Produkte 20% und für 5 Produkte 25%. Was soll das? So, ich verblende. Ohne Wimpern jetzt natürlich ein bisschen krank aus. Aber die Farben sind gar nicht so doof. Also es ist noch nichts für Halloween. Obwohl, es wäre auch geil. So. Kriege ich das mit dem hin? Dann haben wir hier in der Karin. Kuckuck. Dann haben wir hier in der Mitte, ist auf dem Foto etwas Goldenes. Wäre cool, wenn ihr mein Video teilen könntet. Das ist kein Zwang, es ist kein Muss, aber ich wachse so halt. Ich bekomme eine höhere Reichweite und ich bekomme dann halt auch automatisch ja, mehr Reichweite, mehr Leute. Es werden mehr Leute freigestellt, die das gucken wollen, können, tun, haben, machen wollen, wie auch immer. Und vielleicht habt ihr ja auch in eurem Freundes- und Bekanntenkreis irgendjemanden, der sich gerne schminkt, vielleicht Hilfe braucht, Pflege braucht, was auch immer. Es wäre schön, es wäre toll. Aber wie gesagt, kein Muss. Jetzt bereite ich mit dem Wimpernprimer meine Wimpern vor. Brauche ich heute auch nicht so doll, weil es gibt wieder Fakes. Da gibt es heute auch keinen Eyeliner, außer das, was ich jetzt unten drauf habe. Anna, wie findest du eigentlich die Masken? Ich habe da noch überhaupt keinen Background gekriegt, ob ihr damit zurechtkommt, ob die Gummis lang genug waren, ob man damit atmen kann. Oh Gott, jetzt ist das aber krass. Also umso intensiver das Make-up,
umso krasser sieht man auch die Wimpern. Nehmen heute mal das andere Rouge. Das passt, glaube ich, ein bisschen besser wie mein Braun. Dafür nehme ich den. Nein, ich möchte heute mal wieder. Ich hatte ihn so lange nicht mehr. Mach das nur auf die Wangenknochen, dass das so ein rote Bäckchen-Effekt hat. Die war ja auch der Hammer, ne? Also, ich gucke gerade Fame, ich höre gerade Fame Maker und ich liebe diese Sendung. Das ist so cool. So, heute will ich nichts rausholen, nichts verfeinern, nichts verlängern. Heute gibt es gleich die große Bürste. Das waren die Fertigen schon, ne? Ich gucke halt immer, ob sie mir passen. Aber ich scheine so einen Kinderkopf zu haben. Deswegen mache ich sie jetzt immer ein paar Zentimeter länger zum selber tüdeln. Ich achte halt immer drauf, dass das Webware ist, ne? Andere gucken halt nur nach Baumwolle. So. Ich weiß noch gar nicht, in was ich meine Lippen mache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich probiere hier gerade schon meine Wimpern zurechtzubiegen. Um da den Kleber raufzubekommen. Valerie wird jetzt alles auseinandernehmen. Ihr habt darauf gewartet. Ich habe darauf gewartet. Wir haben genau das Richtige aufgegeben. Einer meiner Hunde schmatzt. Das klopft hier nicht. Einer meiner Hunde liegt mit dem Kopf auf dem Boden und schmatzt. Und das hört sich an, als würde jemand an der Tür klopfen. So, Klebi, wir müssen einmal kurz warten. Geil. Schwester, Schwester! Thank you.
Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Und deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht. Das waren noch Zeiten. Ich glaube, mein Schatz war da noch gar nicht auf der Welt. Also ich kann mich nicht anfreunden mit denen. Ja, ne, Michi? Und das war noch Hip-Hop. Jesus. So eine Scheiße hat man in seinem Kopf, ne? Und alle anderen denken, Alter, du bist live. Ah, die Seite geht. Die Seite ist jetzt auch fest. Die Geräusche hier sind gerade unglaublich. Nicht nur mein Rumgejammer. Das waren noch Zeiten, echt, ganz ehrlich. So cool. Mit dem Rödelheim-Hartreim-Projekt. Draußen stehen ein paar Rapper. Wollen wir sie halt lassen? Und wie ich damals rumgelaufen bin. Ich habe noch meine Homeboy-Hose mit. Ich kann das gar nicht sagen. 1,20 Meter Schlag unten. Oben war es Konfektionsgröße 38. Und unten war es, da hätten zwei Elefantenbeine reingepasst. Aber so geil. So geil. Ich glaube, ich möchte dunkel-lila. Gerne. Den müssen wir jetzt mal anspitzen. Ich habe ihn gerade gesehen. Da. Also war wirklich da. Gar nichts mehr. Meine künstliche Lippenlinie, damit ich. So dicke Lippen hab. Hier muss man immer zwei, dreimal rüber. Moment, Moment.
einfach mal hier hin und ihr werdet alle gleich sehen, warum. Basti, viel Spaß. Basti wusste nicht nur optisch ein Highlight zu setzen. Oh, noch einmal. Adana ist der so krass und knutschfest. Und abschwingfest. Wird vielleicht doch ein Halloween-Make-up. Aber ich glaube, es kommt der Vorlage relativ nah. Mir gefällt der Lippenstift gar nicht. Also so sieht er geil aus, ne? Aber so? Nehmen wir halt Pink in Concited. Mir ist der noch ein bisschen zu hell. Guck mal, ob das mit denen auch geht. Hab mir jetzt den. Ja. Mal zwei dumme Eingedanke. Kann es blöd sein wie ein Meter Feldweg, musst dir nur zu helfen wissen. Das finde ich geil. Tada! Ja, ist immer schade, dass man zu den Augen-Make-up nicht so noch irgendwie Rouge oder sowas, irgendwelche Ideen. Ja. Also so jetzt finde ich die Lashes auch ganz geil. Ich muss sie halt definitiv echt länger eintrocknen lassen. Und die Michi hat heute ein tolles Brillen-Make-up gemacht. Und jetzt will ich mal gucken, wie das denn mit Brille wirkt. Ob man das mit Brille tragen kann. Ihr seht jetzt mit den Haaren ein bisschen tutschig aus. Hello. Die Hausaufgaben, bitte. Ja, jetzt sieht man, wie schief ich die Augenbrauen gemacht habe. Oder die Brille ist schief. Aber geht, ne? Also es geht auch mit den Wimpern, kann man das so sehen. Ich komme da nicht gegen. Ich liebe halt diese Brille, ne? Das ist auch so.
Dafür gibt es halt immer diese internen Challenges. Ja, aber das ist nur eine, um am PC zu arbeiten. Obwohl, das könntet ihr ja auch, ne? Sieht man, glaube ich, das ist so eine Blaulicht Lampe, will ich sagen. Brille. Die ist echt total cool. Na, so dicht drauf darf man sie denn nicht haben. Also nicht ganz bis an den Nasen. Ans Nasenbein. So. Aber so gefällt mir das Make-up auch. Ich habe das gesehen, ich musste das machen. Ich habe diese Farben gesehen und denke, entweder siehst du aus, als hättest du gerade eins auf die Fresse gekriegt. Oder es sieht geil aus, aber mir fehlt irgendwie noch ein Rouge. Ich bin da noch nicht mit d'accord. Da übertreibe ich es jetzt auch. Weil bei den Knallerfarben. Kann man auch ordentlich. Yeah, jetzt kommen wir doch dem Ganzen. Suche doch mal einen Schuh draus. Oh, Sonny, jetzt bin ich fertig. Ja, na jetzt kann man doch so. Könnte man mit mir so in, wie heißt das Geschäft, wo wir hinwollen? Wo ist die Kostüme? In den Kostüm, nein, in dem Faschingsladen. Vielleicht behalten die mich dann gleich da. Also ich finde das wirklich, wirklich. Jetzt sieht man natürlich meine ganzen Fehler. Ich sehe ja nicht, was ihr seht. So. Mit den Fake Lashes aufgeklebt, ohne den Magnetic Eyeliner. Tada. Finde ich das eigentlich ganz geil. Schade, dass Unique diese Farben nicht hat. Schade, schade. Aber ich bin gespannt, was es da dann Neues gibt. Nur wie gesagt, ich bin jetzt von dem Monatsangebot nicht so begeistert, deswegen erzähle ich euch da auch nichts von. Finde ich nicht so. Habe ich mir was Besseres vorgestellt. Habe ich letzten Monat auch schon gesagt. Ich bin mal gespannt, wann es denn Angebote gibt. Wann es denn Angebote gibt, die mir gefallen. We will see. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn ihr mich teilen würdet. Das ist schon ein Teil meiner Miete. Damit erreiche ich eine größere Reichweite, mehr Leute, die mich sehen können, mehr Leute, die sich vielleicht dafür interessieren. Das wäre schon eine riesige Hilfe. So viel Hilfe. Und es sind halt wirklich geniale Produkte. Auch wenn man manchmal ausweichen muss, wenn man was Spezielles will. Aber es ist geil. Und wie übertrieben ich das gerade mit dem Rouge gemacht habe. Ne? Und jetzt finde ich, sieht's. Ich würde euch gerne meine Haare zeigen, aber ich habe eine Mango-Kokos-Kur drauf. Sehe gerade aus wie ein laufendes Butterfass. So, meine Lieben, morgen noch. Und dann habe ich Wochenende. Und ich muss wohl doch alles einpacken. Aber das weiß ich erst am Montag. Deswegen packe ich vorsichtshalber alles ein. Gehe auf Nummer sicher.
Nicht, dass ich da dann eine Woche lang arbeitslos bin. Passt auf euch auf. Ich freue mich auf morgen. Und weil Michi mir so viele Ideen geschickt hat, gibt es vielleicht morgen noch eine Michi-Idee? Dann ist sie wieder schuld, wenn das nicht klappt. Und ja, habt einen wunderschönen Abend. Morgen gibt es kein Wake-up-Make-up, sage ich euch schon mal gleich. Dadurch, dass ich ja gestern schon bei Donnerstag gewesen bin und gedacht habe, dass heute Freitag ist, fahren wir halt auch erst morgen einkaufen. Und dann sind wir um 9 Uhr hoffentlich schon einkaufen. Nö? Also, packt euch gut weg, passt auf euch auf. Ich freue mich auf morgen Abend.